Es war wie eine große Basketballwelle, die durch Frankfurt rollte bzw. dribbelte mit der Aktion Bounce. Auch die Spieler der ersten Mannschaft der Skyliners waren mit dabei und so schlängelte sich die Dribbelgemeinde langgezogen durch Frankfurt. Doch was hat es denn genau damit auf sich? Dahinter steckt zunächst mal die Organisation Basketball Aid, ein Netzwerk der Basketballer bundesweit, die seit 2007 bereits 350.000 Euro eingesammelt haben für Kinder, speziell für krebskranke Kinder. Wir haben jetzt einen großen Event gemacht, wo wir ein breites Publikum angesprochen haben an vier Standorten, das heißt in Berlin, in Hamburg, in Köln und eben auch in Frankfurt. In Frankfurt mit der Unterstützung der Fraport Skyliners. Ohne die hätten wir das natürlich nicht geschafft, so viele Menschen zu mobilisieren. Von daher sind wir sehr dankbar für die Unterstützung bei der gemeinsamen Aktion. Das hatte Justitia auf dem Römerberg auch noch nicht erlebt. Rund um den Brunnen wurde gedribbelt, was das Zeug hält, und alle waren mit dabei. Doch warum heißt die Aktion denn Bounce? Ja gut, zunächst mal braucht man natürlich einen schlagkräftigen Slogan und Bouncen heißt ja Dribbeln. Und es ist ein Dribbel-Event, deshalb ein Bounce-Event. Und so ist die Idee einfach entstanden, zu sagen, Deutschland bounced, wir bouncen, bis der Römer bebt. Ja. Das gibt sich eigentlich ganz gut und da waren ein paar Kreative am Anfang, die sich das überlegt haben und das hat sich dann so durchtransportiert. Ne? Es ist letztendlich eine Marke, die wir kreieren wollen. Wenn möglich, wollen wir das ja auch wieder wiederholen. Die Kids hatten jedenfalls ihren Spaß und selbst den gestandenen Basketballprofis der ersten Mannschaft schien es zu gefallen. Doch wo geht das gespendete Geld in Frankfurt denn hin? Also grundsätzlich unterstützen wir immer Organisationen, die Kindern helfen. Das sind hier in Frankfurt einmal der Elternverein für krebskranke Kinder, die sich seit über 30 Jahren für das Thema, mit dem Thema beschäftigen und da unterstützen. Und dann ist es die Kinderhilfestiftung, die ebenfalls über den gleichen Zeitraum sich engagiert hat. Und wir haben einfach hier den Bogen gespannt, dass wir sagen, Frankfurt und die Basketball-Community in Frankfurt hilft Frankfurter Kindern. Und das sind die beiden großen Organisationen, die sich seit langer Zeit in Frankfurt für Kinder einsetzen. Am Ende konnte ein Scheck im Wert von 15.000 Euro übergeben werden.